bedeutet für mich, dass man eben nicht die Augen verschließt vor Rassismus, Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit, weil das sind große Themen in der Gesellschaft und viele Menschen tun immer so, als würde es das überhaupt nicht geben. Vor allem in Deutschland gibt es ganz viele Menschen, die Meinung sind, wir sind doch schon total weit und wir sind emanzipiert und Feminismus ist so ein Ding von gestern und so ein Geschwader von Ali Schwarzer. Nein, wir leben in einer sexistischen und rassistischen Welt, auch in Deutschland, und es ist auch kein Ding, was irgendwelche Flüchtlinge hier so reinbringen, sondern darüber müssen wir reden, das müssen wir uns eingestehen. Und deswegen ist Einmischen, gerade wenn es um Sexismus, Rassismus und auch Trans- und Homophobie geht, extrem wichtig. Und allein die Tatsache, dass wir heute noch die Frage stellen, ob Feminismus wichtig ist, zeigt mir, dass Einmischen mega als erwünscht ist.